Dann kannst Mario weitergehen, so. 50 Sterne von 125. Ja. Bis zum letzten Mal waren es auch 121, ich weiß. Ja. Es ist nicht mehr die gleiche ROM, die ich vorher hatte. Ich habe nämlich gesehen, random, beim YouTube-Durchstöbern, vom Kanal vom Entwickler, dass ich zum einen, Moment, jetzt eine gefixte Kamera habe. Oh mein Gott. Juhu. Und die Version, die ich vorher gespielt habe, das war nicht die aktuellste. Das war irgendwie die Version, die hiervor war. Aus irgendwelchen Gründen war die Kamera da kaputt. Okay. Das ist einfach nur jetzt nett, dass es jetzt hier normal funktioniert. Mich würde interessieren, wie das Fliegen jetzt ist, was Fliegen auch wieder so kacke ist. Wenn es mich nicht irrt, ist der Himmel andersfarbig, kann das sein? Ich habe mir den Himmel angeguckt, glaube ich. Und Kurs 1, 6 und 10 sind wohl geremodelt. Also nochmal remodelt worden. Wir hatten ja beim allerersten Mal den ersten Kurs gesehen und man hat die Ähnlichkeiten gesehen von dem Kurs. Und ja, ich jetzt einfach einmal kurz rein. Battle with Prince Bob. Aber ich glaube, die Sterne sind dieselben. South the Pillars, Small Wall Jump Practice, Chakias Treasure, Coins of the Rally. Step on the drone, switch. Der könnte eventuell ein anderer sein. Step on the drone, switch. MC. Also die Münchel ist klar, Coins of the Rally. Das waren die Roten, genau, die Roten waren sonst mal der sechste Stern. Step on the drone, switch. Lass mich raten. Genau. Das Ganze ist ein bisschen aufpoliert. Das Grundlayout ist das gleiche in dem Level. Step on the Drone Switch. Ich habe überlegt, ob ich jetzt den ganzen Hack nochmal von vorne spiele. Ah, okay. Da hinten ist ein Schalter, wo ich mit der Metal Cap dann hinkomme. Was waren überhaupt nochmal hier die ganzen Dinger? Das sind Small Wall Kicks, war's. Der Chakia war das. Der Kampf war das. Waren das noch? Genau. Hat er die Ringe weggelassen, wo man mit der Ringcap durchfliegen musste? Kann das sein? Man kommt auch eigentlich deutlich hübscher jetzt an die Pillars ran. Also ich jump jetzt erstmal nur so kurz durch und wenn ich irgendwann den Metal Switch hab, dann. Ja, es sieht. Das ist übrigens die 2018er Version von dem Hack. Die Version, die ich hatte, das war die 2015er Version. Er hat auch ein bisschen mehr was gemacht. War die Arena nicht sonst da hinten? Also er hat. Das Grundlayout ist das gleiche von der Map. Also von dem Kurs. Aber er hat ein paar nette neue Ideen gehabt. Zum Beispiel da hinten bei den Wasserfällen. Wow. Okay. Die ganzen Koopas sind übrigens weg. Also die meisten. Man kommt da eindeutig einfacher hoch ohne Koopa. Aber einfach nur aus Prinzip will ich jetzt gucken. Ah, es geht sogar noch. Ja, man kommt da eindeutig einfacher hoch. Man rutscht da. Man rutscht jetzt direkt komplett runter durchs Wasser. Fuck. Wenn man so wie ich auf dem Bauch landet, dann ist man so ganz unten, aber ja. Es ist deutlich angenehmer mit den Blöcken. Ja, genau das meine ich. Man hat keine Chance mehr wieder nach oben zu kommen. Wenn man auch nur einmal im Bauch drauf landet. Musik ist die gleiche. Ich habe übrigens nachgeguckt, das ist Mystery Dungeon 2, also Zeit, Dunkelheit, Himmel und so weiter. Aber auch ein Remix. So, das habe ich gerade schon mal geguckt. Ich glaube, die Wingcap hat er echt rausgenommen. Also hat auch, glaube ich, die Sterne minimal geändert. Aber es sieht echt deutlich hübscher aus. Ja, das mit den Wallkicks wird wahrscheinlich nur umtexturiert sein. Das Grundlayout ist das gleiche, glaube ich. Also ich will jetzt nicht unbedingt alles nochmal von vorne machen. Und das meine ich damit, dass die ganzen Hacks so kompliziert sind, die Star Revenge Dinger. Die haben so viele verschiedene Versionen und bekommen teilweise 2 Jahre, 3 Jahre später nochmal neue Versionen, weil irgendwas verbessert worden ist mit neueren Codes. Das wiederum hat er. Ja gut, das ist auch ein bisschen abgeändert. Der Weg ist so eventuell sogar einfacher, glaube ich. Das andere war schwerer, finde ich.
Hier fehlen zwei Säulen oder drei. Und die roten Münzen werden auch ein bisschen umgelegt sein, gehe ich von aus. Die Arena ist deutlich hübscher platziert und echt auf der anderen Seite. Ja gut, und der Falter ist natürlich auch weg. Das haben wir zumindest mal gesehen. Oder ich habe es nochmal gesehen, in voller Gänze. Hi, I'm Prince Bob, ja. Wie gesagt, und ich habe ja die ganzen Sterne schon eingesammelt gehabt. Weil ich habe im Endeffekt, ich habe wirklich die... Das war Superstar Saga Bossmusik, nice. Ja. Ich habe die ganzen Sterne halt eingesammelt gehabt und habe einfach die ROM, die ich hatte, nochmal gepatcht. Also quasi die gepatchte ROM überpatcht, keine Ahnung. Weil mit der Standard-ROM wollte er es nicht. Und dann habe ich irgendwann den Online-Patcher genommen und es hat zumindest funktioniert. Von daher, das war das Wichtigste dann. So. Das hätte man auf der anderen Map nicht gekonnt. Man kann übrigens jetzt auch in der Bewegung und im Fall den Kurs verlassen, habe ich gelesen in den Patch Notes, ja. Ja, die ganzen anderen Kurse haben auch so ein kleines optisches Overhaul bekommen. Gut, in der Pyramide ist jetzt nicht so viel, Texturen sehen ein bisschen besser aus. Aber ist das gleiche bläuliche. Der dritte Kurs würde mich mal interessieren. Ob der jetzt ein bisschen besser aussieht. On the roofs, along the cliff, lonesome house of the bay. Guten Morgen, Yuri. Guten Morgen vor allem, guten Abend, ja. Wir haben es noch nicht nach 12. Und Abendflo. Lonesome House of the Bay. Hatten wir den? Die Backsteps in Code Vein sind komisch. Na, hast du endlich mit Code Vein angefangen? Ist es denn wahr? Also, ich mag ja die Backsteps in Code Vein. Ich krieg die hin. Nicht immer, nicht bei jedem, aber mehr als in Dark Souls. Lost in the Underground, genau, das war das mit dem Wasser. Secret of the Floors, Coins of Holy Bay. Lonesome House of the Bay, okay, das ist das Einzige, was mich jetzt... Nee, irgendwie, der Kurs ist genauso hässlich und ekelhaft wie beim ersten Mal. Ich versteh's nicht, weißt du, das ist die neueste Version von diesem Hack dann. Also, mittlerweile jetzt. Und der dritte Kurs taktet immer noch genauso wie der erste. Naja, gut, hier hat sich nichts geändert. Vielleicht minimal schärfe Texturen oder so. Wie weit bist du denn in Code Vein mittlerweile, Flo? Also, storytechnisch. Das Ding hat ja sogar eine Story. Ich mochte die Story. Ich mochte die Charaktere vor allem. Und die bessere Frage ist, wie kommst du auf einmal jetzt auf Code Vein? Hast du doch so ewig lang vor dir hergeschoben, oder nicht? Achso, das war das Mushroom-Level. Genau, also die stellen gleich ein Path of the Black Shroom, Between the Cannons, Over the Windy Bridge, Secrets of the Houseless Mountain. Ja. Coins of the Mushrooms. You know the deal. You know the deal. Das könnte auch wieder ein anderer Stern sein. Also die meisten Sterne sind die gleichen. Wie beim ersten Mal. Aber... Ihm wird da immer den Münzstern einen vorgezogen. Die Texturen hier sind auch ein bisschen anders. Und irgendwie hübscher. You know the deal. Ist das... Er hat einfach nur den Namen umgenannt von dem einen Stern. Natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt einfach die ROM wieder geupdatet habe. Die Dächer sind auf jeden Fall nicht mehr rot. Etwa das Ding Between the Cannons. Ich habe übrigens überlegt heute Abend, was ich jetzt mache oder ob ich überhaupt noch was mache. Gestern war ich definitiv zu müde. Da habe ich die Nacht vorher nicht geschlafen. Und heute Abend, ich muss noch eine Runde Smite gleich irgendwann spielen. Für die Geburtstagsbelohnung quasi. Und. Also. Ja. Also ich peile mal so. 1 Uhr maximal, glaube ich, an Mario. Na, das müsste reichen für den One-Up, oder? Okay, die One-Ups sehen jetzt anders aus, wie aus Paper Mario. Ist der Hände immer noch der gleiche dann? Nur anders genannt.
Das war der Teleporter zum Wingcap. Ach komm, jetzt habe ich nicht hingeguckt und runtergelaufen. Oh. Ich verstehe halt noch nicht ganz, wie ich stehen muss für den Backstep. Das ist mehr oder weniger ganz bescheuert sogar. Es kommt, glaube ich, auch auf den Gegner an. Die menschlicheren Gegner sind einfacher zu backstabben, wie ich finde. Weil, ja gut, ich... Du musst irgendwie... Nicht direkt hinter denen, sondern du musst ein kleines Stück noch weiterlaufen, glaube ich. Klingt bescheuert, also... Nicht genau hinter denen, sondern... Ja, wenn du jetzt von links umkreist, quasi, musst du... Ein Stück weiter laufen als sein Rücken. Zur Hälfte halt. Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es kommt auch echt auf den Gegnertyp an. Es gab Gegnertypen, die konnte ich quasi backstabben und manche, die habe ich es nicht hinbekommen. Funktioniert das? Das funktioniert sogar. Oh mein Gott. So, you know the deal. Das ist der gleiche Stern. Okay, die Sterne hier haben sich nicht geändert. Ist der gleiche. Ah, ja gut, ich glaube, an dem Kurs hat er nichts gemacht. Da habe ich zumindest nichts zu gelesen. Echt nur 1, 6 und 10. 10. Das ist wirklich blöd. 10 habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Uxie, where are you? Behind the central tunnel, to the frozen waterfall, pillars in the cave. Hidden Underground Slide, Points of the Resort. Ja, das sind die gleichen. Gut, Exit Curse. Stimmt, Code Vein muss ich auch mal jetzt. Ich habe jetzt Freitag frei. Freitag muss ich aber gucken, dass ich früh aufstehe und gucken, ob ich dann gegen Mittag oder Vormittag streame. Sicher bin ich mir noch nicht. Wenn eher so ab 15 Uhr. Und dann bis. 19 Uhr maximal, eher 18 Uhr. Und... Ja, dann habe ich die nächsten drei Tage darauf Tagschicht, immer 12 Stunden. Das heißt, dann mache ich gar nichts mehr, wenn ich zu Hause bin. Vorher sowieso nicht, um die Uhrzeit. Ja, und dann Dienstag habe ich... Ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag habe ich frei. Castle in the Sky, Top of the LOL Formation, Narrow Path of the Endless Clouds, The Royal Secret Hideout, Now There's a Switch und Coins of the... Ja gut, das sind auch die gleichen. Das war jetzt gerade vielleicht ein bisschen unnötig, dass ich jetzt jeden kurz mal abgucke, aber vielleicht hat er irgendeinen Stern geändert. Wie im ersten Kurs. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt Kurs 6... Kurs 6... Ja, Kurs 7 fehlt mir ja eh noch was, da gehe ich eh noch mal rein. Kurs 6 habe ich... gelesen im Wiki, dass da wohl der Metal Cap Switch sein soll. Aber es ist die Frage. Ich weiß nicht, ob der Eintrag für die neueste Version war oder für die andere Version, die ich vorher gespielt habe. Dementsprechend, ja. Hoffe ich auch mal, dass da jetzt wirklich das Ding drin ist. Und da, die Texturen in der Höhle sind neu, oder? Ja, dann muss ich mal gucken. Also Nioh bin ich ja jetzt momentan irgendwie schon so ein bisschen drinne. Eher als noch vor zwei Monaten oder so. Zelda, ja, muss ich gucken, dass der Fuchs mal irgendwann vielleicht Lust und Laune hat. So. Der Level hat sich ein bisschen mehr verändert als beim ersten Mal. Also in der ersten Version. Bali, Burning Butt means Star. Surfing on the Magma, Don't Feel the Darkness. I above the star. The start. BC. MC. Wo war ich jetzt gerade? Burning Butt means star. Oh, warte. Das wird. C. MC. Metal Cap. Wing Cap. Ach! Das heißt es nicht, dass man das dafür braucht. Das ist sogar... Ah, das ist nice. Above the Star für Wing Cap. Genau, okay. Eine Wing Cap habe ich schon gesehen gehabt, wo ich kurz reingeguckt habe. Surfing on the Magma. Burning Butt means Star.
Der könnte neu sein. Also der Anfang sieht gleich aus, abgesehen von den Gegnern. Ich glaube auch, dass der Parcours deutlich weiter ist. Ah, genau. Read me. Come back here when you got star 1-4 and a ring cat box will be up here. Ah, genau. Und dann ist die Frage, warte mal. High above the start. Ja, das ist das Ding doch, oder nicht? Oder muss ich da lang fliegen? Das macht keinen Sinn. Okay, den Level muss ich nochmal genau unter UP jetzt nehmen. Gut. Ja, der Abschnitt hier, der ist. Es sieht auch deutlich besser aus als die erste Version hier. Jetzt frage ich mich nur. High above the start. Ist das der mit dem Burning Butt? Das macht Sinn irgendwie. In gewisser Weise zumindest. Der Abschnitt da oben war noch nicht. Komm. What the? So. War der Abschnitt hier auch schon beim letzten Mal? Nee. Der Abschnitt ist ja gleich geblieben, okay. Das heißt, ja, das ist die Frage. Ich habe den ja schon mal eingesammelt, deswegen will nur wissen, ob das der ist. Vom Namen her. Okay, ich habe den Save nicht mal gebraucht. Burning Bug means da, genau. Heißt also jetzt, ob ich anders. Oder hieß der vorher auch schon so? Ich habe keine Ahnung. 1 plus 4. Metal in the Blue Zone. Naja, das macht Sinn. Hier Darkness hat eine Magma. Halb auf das Start. Ja, das mit dem Magma Ride. Der wird wahrscheinlich fast genauso sein wie der andere. Vom Prinzip. So. Lass ich raten. Kann ich jetzt. Ja. Das war nichts. High above the start. Ring cap. Okay, wenn es das. Du hast gefragt, wo ich bin. Ja, hatte ich vorhin. High above the start. Und das muss man mit der Ring cap machen. Ja, gut. Dann sammle ich den mal ein, so wie ich ihn muss. Also sehe ich diese Boss Arena für den Schmetterling. Achso, du musst noch anfangen. Ah, okay. Das heißt, das ist theoretisch beim ersten Boss nach dem Tutorial. Das ist der Magma Ride definitiv, oder? Aber wie soll ich denn da hochkommen? Ach, der Stern ist ein Leafit. Oh Gott. So. Ja, wo wollte ich gerade hinaus? Sobald ich dann quasi wieder ein bisschen mehr frei habe. Ich glaube, dann nächste Woche habe ich nur den Freitag dann die Schicht. Und dann habe ich, glaube ich, 7 Tage frei, wenn mich mein Plan nicht trügt. Ich schalte das Handy einfach ab, dann kann mich keiner nerven. Das sieht. Das war zu früh, oder? Ah, okay, aber so funktioniert es dann einfach. Einfach mit der Wingcap da hin und her schießen. Muss ich den Scherz mal einsammeln, obwohl ich ihn schon hab? Ja, komm, das ist ein anderer. Kurs 10 wird, glaube ich, sogar komplett ersetzt, wenn ich mich nicht irre. Durch einen komplett anderen Kurs. Wenn das der Hack war. Ich bin mir gerade nicht sicher. Na, guck ich dann mal zeigen. Ja. Ich müsste halt gucken, ob Blasphemous sein DLC mittlerweile da ist. Ich habe übrigens nicht mehr alle Achievements geholt, nachdem ich dann im Stream durch war damit, weil ja, das Achievement für die ganze Karte aufdecken, das war mir dann zu blöd, weil ich die eine Stelle gar nicht mehr erreichen konnte. Und die andere Stelle, die ich nicht erreicht habe bisher, die ist nach dem letzten Boss und auf den hätte ich dann auch nicht nochmal Bock. Das war mir dann irgendwie zu blöd. Das Spiel dann auch noch unter Zeitdruck durchzuspielen, irgendwie da bis zur Brücke zu kommen. Kann ich eigentlich. Nein, kann ich nicht. What the fuck?
Okay. Ja, so viel Bock hatte ich dann auch nicht. Ob das dann ist. Gut, Wayne müssten so seine DLCs auf jeden Fall jetzt mittlerweile diesen Monat, also letzten Monat abgeschlossen haben. Januar, Februar, März kam, glaube ich, jeweils eins. Die sind aber wohl, zumindest der erste, recht billig gemacht worden. Einfach nur in diesen komischen Turmgedöns. Dieses Dungeon-mäßige aus Bloodborne. Ach, Tiefen waren es, genau. So hießen sie. Da haben sie einfach nur irgendwie einen neuen Boss reingeklatscht und das war's. Also das Schwerste wird für mich sein, erstmal in die Steuerung dann wieder reinzukommen. Kann ich mich nicht einfach direkt dahin schießen? Warum mache ich das nicht? Genau, und da ist ein Buff to Start. Okay. Welcher war denn das vorher? Ich hab vergessen, welche ich letztes Mal eingesammelt habe hier. Ja, Metal in the Blue Zone. Ja, das blaue Zeugs habe ich ja gesehen, aber. Ah, die Röhre da gerade schon. Die blaue. Ach, es gibt gar keine Leben mehr. Ich kann nicht mehr Game Over gehen. Praktisch. Den Weg nicht mehr laufen müssen andauernd. Juhu. Bosse sind gut tanky in Code Vein. Cole MRS, was? Achso, das ist der Pinguin oder was? Kommt auf den Boss an. Also, ich sag mal so. Mit dem Butterfly hatte ich auch Probleme. Wenn ich mich nicht irre, hatte ich mit dem Butterfly sogar so viele Probleme. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Hä? Ich will doch gar nicht hierher. Dass der erste Boss, der mich angekotzt hat. Weil seine Hitboxen halt extrem kacke waren, fand ich. Aber ich glaube, die Stripperin später, die hat mich mehr angekotzt. So, und der Abschnitt ist für mich neu, den habe ich nicht gesehen. Aha, das ist der blaue. Ach so. Den hat er jetzt so abgegrenzt, okay. Ja, die 3 DLCs will ich ja halt noch irgendwann mal spielen. Wurden halt nicht gemacht. Ich komme nicht mehr zum Punkt heute Abend. Ich glaube, ist es irgendwie blöd. Hatte ich noch Probleme mit. Der eine Boss in dem einen Area, den kann man ja sogar parryen. Das ist ja lächerlich. Da war sein Name vergessen. Da kam ja später am Ende vom Spiel nochmal irgendwie so als normaler Gegner. Ja, so schwer waren die Bosse eigentlich im Nachhinein gar nicht. Wenn man halbwegs drin ist. Das Nervigste wird halt wirklich in dem Sandabschnitt später der Boss sein, wo du erstmal 5 Minuten hinlaufen darfst oder 3 Minuten. Ja, das ist der Raum, den hat er auch nicht geändert, oder? Das ist das mit der Darkness, da ist das Ding. Okay, die Texturen sind auf jeden Fall alle deutlich hübscher als in der letzten Version. Das muss ich mir zumindest zugestehen. Den ganzen Hack hat er deutlich aufpoliert, grafisch. Also texturmäßig. Kann man hier von Kraftupdates jetzt reden, Mario? Ich weiß nicht. Was hatte ich überhaupt? Genau, das war hier noch. Ah, und dann das war der. Ach, das war der Kampf da oben. Warum auch immer hier die Pilze in der Lava wachsen. Da oben war der Kampf. Was gab es denn noch für einen Stern? Mit der Lava gab's? Die Metal Cap gab's? Oh, keine Ahnung. Den im Dunkeln gab's? Ich muss mal in dieses Highlight reingucken dann. Das ärgert mich gerade irgendwie, dass ich nicht weiß, was hier für ein Stern war. Nichts Wichtiges aber, oder? So. Ach, das war die Doppelbox. Wo ging es hier hin? Das war das. Genau, und dahin ist der dunkle Bereich. Also, warte mal, habe ich das gerade. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Brauchte ich gerade hier wirklich eine Vanish Cap, um zur Metal Cap zu kommen? Wo ist denn jetzt der Metal Cap Switch? Ich dachte, der wäre hier. Oder nee, warte, hier ist eine Röhre. Moment.
Ah, okay. Ach so, warte mal. Die Lava ist jetzt hier auf dem Boden weg. Und er hat... Ja, so muss das. Warum nicht gleich so? Er hat die Lava in blau animiert. Also bringt mir nichts, weil... Ich habe keine Metal Cap. Die wird doch bestimmt jetzt irgendwann in irgendeinem blöden Eck jetzt mit dem Magma Ride kommen, oder? Oder gut versteckt in den dunklen Abschnitt. Ich habe natürlich nicht nachgeguckt, wo der Metal Cap Switch ist. Wenn das die richtige Version vom Hack ist, ist das auf jeden Fall in dem Level hier. Ja, notfalls passiert heute Abend nicht viel. Kein Fortschritt, aber zumindest mich ein bisschen beschäftigt, keine Ahnung. Wow. Au. Ach komm. Ach so. Was? Wieso hat er jetzt keinen Schaden genommen von unten? Also in Code Rain kannst du gut zu Tode gestunt werden. Ja. In der Kathedrale. Wie hieß denn der Abschnitt nochmal komplett? Auf jeden Fall in Anor Londo Anime-Style quasi. Da stimmt das. Da kannst du den Gegner nicht vorbeirennen. Die porten sich komplett von Anfang des Levels bis zum Ende hinterher. Nichts mit Durchrennen und Zeit sparen. Den musste ich auch bei jedem Ende immer wieder komplett durchlaufen. Für die Achievements. Ich hätte ja 100% Achievements geholt. Ich habe ja nur bei dem Multiplayer-Ding so ein bisschen geschummelt, weil ich keinen Bock hatte, da irgendwie 50 Stunden Leuten zu helfen, die es nicht gebacken bekommen, Boss zu tanken, damit ich Damage machen kann. Ich weiß, so funktioniert das eigentlich nicht, aber... Wer ist hier im New Game? Ich oder... Ah, scheiße, was mache ich da? Ich oder die? Ich habe mehr Damage. Allein die ganzen Level-Ups. Wird das was? Ja, das wird was. Und es waren vor allem das Schlimmste war, es gab ja nicht mal Leute, die irgendwie Hilfe brauchten. Wir haben quasi das Achievement an den Multiplayer gebunden, der nicht existent ist. Und offline gegen ein paar Gegner dieses eine Item farmen. Das war mir dann doch zu viel. Das war da, wo ich dich damals gefragt hatte. Also das ist die Box mit dem, genau. Dich verarschen? Der Abschnitt ist viel einfacher als im letzten Mal. Den habe ich geschafft, wo er noch schwer war. Okay. Dann ist er dafür länger? Kann das sein? Jetzt sag ich mal hier ein Safe, aber auch nur. Da sind Münzen, also irgendwas muss da unten sein. Weil ich wissen will, ob es hier eventuell zum Dingens geht. Normalerweise ist das, glaube ich, ein. Bei, oder? Beim letzten Mal habe ich auch nicht zu Ende geguckt, aber. Jetzt bin ich mir sicher durch die Münzen, dass da eigentlich was sein könnte. In der Ecke. Hier könnte der Metal Cap Switch theoretisch sein, oder? Ja, okay. Kommt hin. Das war beim letzten Mal aber nicht hier, oder? Hm. Cap stage ahead. You will lose your coin secrets there when you enter this pipe. There will be a 3-star in here to find. Ja. Okay. Musik ist interessant. Achso, ich kann hier... Jetzt runterlaufen oder rutsche ich runter? Ne, ich kann runterlaufen, okay. Das ist schon das netter irgendwie als der Wingcap. Stimmt, hat er den Wingcap eigentlich so gelassen, wie er sein muss? Was ist das? Ah, es ist ein Sparky! Ne, nicht ernsthaft jetzt, oder? Okay. Ich nimm's zurück. Der Metal Cap Switch Palace ist nicht netter als der Wingcap. Weil ich mit Wingcap auch mich blöd angestellt habe, muss ich sagen. Blöd angestellt, so. Ja, ein Code Rain. Ja. Was ist zum Teufel? Beat me.
Danger in the area below you is toxic gas. Make sure you have the metal cap switch on before going in. Also switch to Lucky 2 Cam, since Mario Cam is a retardant gas. Ja, ich nutze immer die Lucky 2 Cam. Weil, keine Ahnung, gefällt mir mehr. Du kannst aber halt auch, wenn du dich gut anstellst, kannst du auch so manchen Boss, ach, Boss sage ich schon, so manchen Gegner-Typ selber stun locken. Während dich gerade kein anderer irgendwie dabei stört. Okay. Wingcap Switch Palace war ja ganz nett. Und jetzt ist hier ein Labyrinth. Och nö. Kriegen wir One-Ups überhaupt noch irgendwas, wenn ich Infinite Life habe dadurch? Irgendwie nicht. Weil mir spielt jetzt eine halbe Stunde, ich habe nicht einen Stern eingesammelt. Aua. Zumindest keinen, den ich nicht schon hatte. Indirekt halt. Habe ich nicht von da? Lass ich raten, wenn ich da reinhüpfe, bin ich da unten bei den blauen Flammen. Wo ist der Cap? Der Switch. Ja. Warte. Aha, ja. Irgendwie da lang. Okay. Und genau darum nutze ich die Lucky 2 Cam, damit ich schön durch die Wände spicken kann. Bin fast tot. Einen Lava Jump überlebe ich nicht. Kann man. Ja, kann ich. War es nicht der Raum, wo ich gerade so runtergeknallt bin? Ja. Egal. So. Fucking Labyrinth-Abschnitte. Ich hatte eine Zeit, da war ich voll Labyrinth-Fan irgendwie. You've just stepped on the metal capsule, would you have guessed that? Ja. Makes you invincible? It's kind of an easy mode if you look at it. Momo Modo confirmed. Vielleicht was er. Was? Confirmed? Momo Modo? Was? Ja. Ich habe vorhin auch überlegt, was ich jetzt heute Abend wirklich mache. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich hätte ich auch Nioh noch eine Mission machen wollen. Aber dadurch, dass ich in Smitey eine Mission halt noch. Was heißt Mission? Ein Match spielen muss. Und ich halt nicht so spät ins Bett wollte. Oder kann. Ich kann schon, aber. Es ist Donnerstag, da wird nicht viel passieren in der Spätschicht. Aber. Ja, es ist halt trotzdem irgendwie. Aua. Das wiederum ist arschig, der Abschnitt. Der hätte. Wetten, der ist bei der anderen Version. Fairer. Gott. Aha. Seh nichts. Es ist dunkel. Moment. Weißt du gar nicht, ob ich gleich die Smite-Runde streame oder nicht? Ja, nicht. Und wo wollte ich gerade eigentlich aufgehört? Genau. Dadurch, dass ich halt nur Freitag frei habe und Samstag halt um 4 Uhr hoch muss. Statt um 12. Muss ich mich halt morgen rausquälen. Damit ich morgen Abend nach der Spätschicht direkt ins Bett. Das ist unfair, das ist unfair. Unfair! Unfair! Lass mich doch. Nein, er war doch schon da. Und wieso waren das nur 6 Münzen? Was haben die ganzen Entwickler momentan mit 6 rote Münzen für den roten Münzstern? In dem Mario Party Hack, da war das sogar gewollt mit 6 rote Münzen für einen. Was ich nicht nachvollziehen kann. Weil man hätte auch ruhig alle 8 Runden. Hallo? Ja. Alle 8 Roten finden können. So schwer war das nicht. So, jetzt erstmal hier lang. Hatte ich noch irgendwas angefangen, abgesehen von Celeste und Code Rain jetzt? Ja, Luigi's Mansion 3. Ja. Eventuell muss ich da für mich nochmal den Anfang spielen. Weil, da kann ich nichts verlernt haben. Was? Muss ich jetzt hier unten hin? Weil die Steuerung ist relativ simpel gewesen. Gut, Luigi habe ich vergessen, gab es eine Mal. Aber, also Luigi. Luigi. Der grüne Luigi. Green Mario. Mario? Green Mario? Ich habe keine Ahnung.
Fällt mir der Abschnitt jetzt so? Ich weiß es nicht. Das war die falsche Biegung. Okay, gut. Hätte man sich da vorher umgucken müssen. Links. Nee, rechts, links. Nochmal links. Ja, halt, kann ich da. Ja. Genau das wollte ich verhindern. Ich check einfach null, wie das schwarze Ding angreift. Das schwarze Ding? Das schwarze Ding. Das schwarze Ding? Was für ein schwarzes Ding? Ein Boss? Ein normaler Gegner? Welchem Area? Beste Methode übrigens für die Gegner ist Attacken-Spam. Ihr Schwanz. Ach so, er sagt doch ihr Schwanz. Was habe ich bei dem Ding gemacht? Ich glaube, ich bin immer ausgewichen, einfach nur. Ganz blöd. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, ich gehe mal davon aus, ausreichen wirst du auch, aber... wie lange hält die an? Wo muss ich hin? Muss ich dem Weg folgen oder muss ich auf die Lava? Ich habe keine Ahnung. Also das komische Puder, was das Ding versprüht, dem kannst du nur ausweichen, wenn du nach hinten dasht, meine ich. Ach, das meinen die mit hier unten das Gift. Achso, ja, ja, ist ja gut, ich bin ja durch. Und ihr komischer Dash weich irgendwie zweimal zur Seite aus. Ich glaube, du hast gerade die Probleme, die ich mit Nioh habe, wenn es ums Ausweichen angeht. Oder mit Dark Souls allgemein. Ich kann nur in Dark Souls 3 ausweichen und das auch nur zu 50%. Entweder treffe ich oder treffe nicht. Werd getroffen oder werd nicht getroffen. Und das Traurige ist halt, Dark Souls 3 kann ich schon am besten ausweichen. Also... da fühlt es sich nicht so schwammig an wie bei den anderen Teilen. Dark Souls 2 ist sowieso so eine Fehlbildung, aber Dark Souls 1, wenn man weiß, wann man ausweichen muss, dann geht das wohl. Ja, so möchte ich die Kamera eigentlich halten. Machen. Wenn man so wie du jeden Gegner auswendig kennt, dann ist es auch kein Problem, da auszuweichen. Okay, okay. Pack mal live. Ich will Münze. Ach, hier bin ich jetzt, okay. Ich habe jetzt 5. Wenn das Ding jetzt gleich bei 6 spawnt, wieder, dann drehe ich durch. Warum spawnt der Stern bei 6 roten Münzen? Warum machen die Entwickler das momentan alle? Ich meine, ich finde es nett, dass man nicht so viele einsammeln muss, aber... es fühlt sich einfach falsch an. Ich mache es einfach nur für die Vollständigkeit hier. Alle. Ach, oh Gott. Wenn ich jetzt sterbe, dann darfst du lachen. Nur weil ich alle holen wollte. Ich zeige, dass es möglich ist. Ja, 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 ist klar. Und dann springe ich daneben. Der Stern ist aber auch höher als ein normaler Sprung. Übrigens. Es ist sinnvoll, falls du es noch nicht gemacht hast, du hast am Anfang bei deinem ersten ja, Skill-Bereich, sag ich mal. Waren das jetzt 3 Stück? Ja, waren 3 Stück. Ja, der Boss ist auch simpel. Der Schwanz. Er zappelt halt ein bisschen rum. Aber den kann man auch relativ gut ausweichen, eigentlich. Also, so schwer ist es auch nicht, dem auszuweichen. Wenn man halt erstmal weiß, wie genau. Ist auch die Frage, was du für Ausweich-Dashes hast. Also bist du auf Maximum, ja, bist du quasi Mittelmaß? Oder bist du auf Dingens? Schwer wahrscheinlich nicht. Oder hast du wirklich die Light-Dashes? Die Light-Dashes, die erkennst du daran, dass es quasi eine Art Teleport ist. Die normale Ausweichrolle ist eine Rolle noch. Und der
schnellste von allen ist wirklich so ein Quickstep. So ein bisschen wie Bloodborne. Da hast du auch, glaube ich, solche Funken oder solche Sternchen unter deinen Füßen dann, die man sehen kann. Das ist der schnellste Dash. Den habe ich erst gegen Ende des Spiels irgendwann gefunden. Ja, okay, der Stern ist gleich. Komm ich hier wieder hoch? Komm ich hier? Komm mal nicht wieder hoch. Aber ich kann mir den Stern so holen, okay. Der Dash ist nett, weil er eine höhere Reichweite, glaube ich, sogar hat. Und deutlich schneller halt von der Angriffsfläche weggeht. Aber der ist verwirrend beim ersten Mal irgendwie. Ich fand die mittlere Rolle sogar irgendwie einfacher zu nutzen als die, schnellste. Die leichte Rolle? Die mittlere Rolle? Die leichte Rolle? Die schwere Rolle? Die leichte Rolle, glaube ich. Halt. Ja, wie gesagt, bei dem ersten Skill-Kristall irgendwie, was die Dinger hießen, die Erinnerung irgendwie, da hast du einen passiven, einen aktiven Skill, der dir passiv für, ich glaube, 2 Minuten oder so, oder 3 Minuten, einen Damage-Buff gibt von 10 oder 20%. Den solltest du auf jeden Fall beim Boss immer aktivieren. Gibt später noch ein paar nettere Skills irgendwie, mit denen man noch mehr Damage hochboosten kann, aber das ist erst Endgame dann irgendwann. Keine Ahnung, weil ich hab. Ich glaube, wenn du im Statusmenü bist, da kannst du, glaube ich, bei Bewegungsgeschwindigkeit sehen, wie schnell du bist. Also Schnelligkeit, glaube ich. Das kommt auf die Kralle an, die du ausrüstest. Also, nee, Blutschleier war es. Waffe und Blutschleier bestimmen quasi deine. Komm ich da sonst? Komm ich da überhaupt hoch? Die Art und Weise? Ja. Bestimmen, welche Rolle du hast. Es ist relativ schwer, sag ich mal, die zu erzielen ohne Skills. Die ganz schnelle. Halt, hier bin ich durch. Es ist aber möglich. Aber ich habe auch die normale Rolle immer gehabt, die mittlere. Und habe dann einfach. Ja. Quasi erhöht durch Skills im Late Game. Und ab. Ja, wann war das? Battle of the Switch, ja, was war das? Den sehe ich noch gar nicht. Das war der mit der Vanish Cap, genau. Ja gut, und der Kurs ist genauso wie vorher. Das ist auch okay. Metal Up, wo war denn das? Das war da hinten irgendwo. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Warte, hat er das Ding doch geändert? Nee, oder? Nee, der Verlauf ist gleich. Okay. Was zum Teufel? Glitch. Nee, halt, da muss. Hier bin ich falsch. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich bin raus. Okay. Ich habe gerade komplett verpeilt, wo ich war. Rollen in Kurt Wayne. Ja. Skillsets. Genau, ich glaube, ab dem man es erstmal durchgespielt hat, kriegt man halt irgendwie Skills, die recht nice waren. Für Speed und Damage. Und den höchsten, also was ist höchsten? Einen sehr hohen Damage-Bonus gibt es sogar, wenn du. In welchem Fall war das? Das war, glaube ich, in der Mitte vom Spiel ungefähr. Da gab es auf jeden Fall noch ein Skillset. Da gibt es ein Skill dabei, wo du nach 60 Sekunden stirbst. Aber innerhalb dieser 60 Sekunden kriegst du halt, glaube ich, 20 oder 30% Damage Boost und Movement Speed Bonus. Sprich auf deine Rollen, dass du dich schneller ausführst. Das ist schon nice. Das habe ich dann später irgendwann zum Power Farm genommen. Macht Spaß, wenn der Boss einen comboen kann. Das können die Dark Souls Bosse doch ganz gut auch. Meistens. Den Abstand hat er auch geändert, oder? Kann das sein? Hat den Abstand auch ein bisschen geändert? Nee. Sah nur so aus. Also, das war ein Schalter, der eine Tür geöffnet hat. Braucht man doch keinen Vanish Cap da hinten?
Dann, wenn ich dafür keine Managed Cap brauche, dann frage ich mich ja eher, was hier dann der letzte Stern ist. Okay. Wenn du jetzt schon Spaß hast mit dem Boss, dann viel Spaß beim nächsten Boss. Ja, gut, nächsten Boss bzw. übernächsten Boss, je nachdem wie du läufst. Jetzt ist die Tür auf. Aha. Doch kein Vanish Cap. Metal up the Switch. Okay. Vanish run to the roof. WC Wing Cap. Vanish run. Hat sich verschrieben oder bin ich verwirrt? Ne, da oben ist eine Vanish Cap. Aber wo ist die Wing Cap dann? Also Vanish und Wing Cap mal kombinieren. Das ist auch mal was Neues. Also so komme ich dann dahin. Da oben war der Stern drin, genau. Aber ich habe hier letztes Mal keinen Wing Cap gesehen. Oh Mann, das ist der in der Höhle. Au. Ach so, ach deswegen. Dann ist der Titel einfach falsch. Ja gut, macht sie dann einfach hier rumrennen. What the fuck? Ja, und dann theoretisch da rein, wenn ich eine Vanish Cap hätte. Okay. Von mir aus, extra Curse, wo lande ich? Ich lande wirklich in der ersten Oberwelt. Oh. Na gut, dann kann ich in dem Level auch nichts mehr holen. So, wie viel haben wir es? Wir haben es. 25. Jetzt habe ich wirklich eine halbe Stunde halt nur die Upgrades von den Versionen gezeigt. Wie mache ich das jetzt? Ich wollte noch eine Runde Smite. Eine zumindest, vielleicht auch zwei. Ich könnte jetzt noch einen neuen Kurs anfangen. Ich könnte aber auch jetzt Pause machen. Ist das Welt. Ne, Welt 7 ist da hinten. Was ist denn das jetzt? Acht bis 10 geht ein. Achso. 6, 7. Stimmt, warte mal. 6, 7. Oh, Welt 3.0. 8 bis 10 ist in die Richtung. Ja, doch, da richtig. Ja, das wird wahrscheinlich 18, wo ist 19, hä? Okay. Die hat ja noch mehrere Phasen. Die hat, glaube ich, wie jeder Boss zwei Phasen. Also ich meine zumindest, dass jeder Boss in Code Vein eine zweite Phase bei 50% Leben hat. Mindestens eine zweite Phase. Gibt Ausnahmen, die haben sogar drei Phasen. Oder vier Phasen? Weiß ich gerade nicht. Gut, aber mit Mario mache ich dann jetzt Schluss. Pause, ich mache mal hier einen Quick Save. Dann brauche ich nicht wieder hinrennen beim nächsten Mal. Dann wechsle ich jetzt auf eine Runde Smite. Hier. Ja, gut. Ich glaube, drei Phasen ist das Maximale. Vier Phasen, wenn du einen bestimmten Boss dazu nimmst. Der hat theoretisch vier Phasen, glaube ich, aber praktisch nur zwei Phasen. Wobei. Nee. Der hat sogar nur eine. Der hat eineinhalb Phasen sogar nur, wenn man es genau nimmt, glaube ich. Das ist auch schon ein bisschen her, als ich jetzt gespielt habe. Ganz genau bin ich mir auch nicht mehr sicher. Aber drei Phasen hatte einer auf jeden Fall. Bin ich mir eigentlich sicher, ja. Ja, wie gesagt, so. Dann mache ich jetzt mit Mario Schluss. Trenne mich von ihm. Beziehung ist zu Ende.
Ach, da ist sogar noch mein komischer Code, wo ich gelaufen bin. Heute den 8.4. Das ist Mario. Und wann beende ich? Ich beende um genau jetzt. Ciao.